So, das ist der Hafen von Manaus. Das ist die nächste Junke, die geht heute nach Chavatinga. Fahrrad steht schon mal vorne, Hängematte hängt. Wir müssen bloß noch die Bar aufmachen. Wo die jetzt habe ich noch nicht rausgefunden. Sonst habe ich schon alles gefunden. Das, was zu futtern geht, wo so Toiletten sind. Ja, jetzt sind es noch 3 Stunden. Sehen wir mal. Hier ist noch richtig Alarm. Ich könnte noch ein bisschen Stapler fahren, wenn ich Langeweile habe. Aber erstmal gucken, wo ich Bier herkriege. Jo, dann legte ich die Hütte ab. Nachdem ich die Bar gefunden hatte, musste ich leider feststellen, dass auf dem Schiff Alkoholverbot ist. Das wird von irgendwelchen evangelischen Organisationen betrieben. Da gab es keinen Schluck Alk. Ich hatte mir gerade vorbereitet für 2 Abende. Und die Reisezeit waren 6 Nächte, 6 Tage. Das war schon ein hartes Rennen. Nächten endlich in Benjamin Constant. Das wird auch Zeit. Von hier muss ich jetzt noch ein Schnellboot nehmen, eine halbe Stunde. Dann bin ich in Chavatinga, da wo ich hin bin. So, jetzt bin ich endlich in Chavatinga oder Chavatinga, wie die Brasilianer sagen. Gerade noch schön einen Regenguss abgekriegt. Und jetzt wollen wir 3 Kilometer strampeln. Ich glaube, unterwegs sind wir erstmal ein Bier. Ich fahre jetzt rüber nach Kolumbien. Das sind bloß ein paar Kilometer, also die Käfer liegen ja eigentlich zusammen, man kann sich auch frei bewegen. Da drüben habe ich mir ein Zimmer in der Pension genommen für 2 Nächte. Und dann schau ich weiter. Also, auf geht's. Jo, übergesiedelt von Leticia, Kolumbien, nach nach Santa Rosa, Peru. Das ist ein Wildwestkaff. Aber glücklicherweise ist hier am Amleger gleich ein Hostel für 9 Eier. Kann man gelten lassen. Rummotzen tun sie auch nicht. Ich habe erstmal mein Fahrrad geputzt, weil das ist eine Schlammschlacht, hier rüber zu kommen. Erstmal schlittert man auf der anderen Seite zum Ufer runter in der Modder. Es hat den ganzen Vormittag geregnet. Und auf der Seite hier wieder hoch.
Ich sah aus wie eine Sau. Mein Fahrrad übrigens auch. Da habe ich mir gleich hier die Hütte organisiert. Und das ist ganz, ganz in Ordnung eigentlich. Dusche, Toilette, alles da. Ich muss jetzt mal meine Hose waschen. Die war völlig voll Mutter gewesen. Ja, der Boden sieht auch ein bisschen fertig aus jetzt. Ja, das Fahrrad habe ich schon gewaschen, aber naja, es sieht immer noch so aus, wie ich aussah. So, jetzt muss ich erstmal zur Emigration laufen und mich hier in Peru anmelden, damit sie mich nicht verhaften. Aber das ist wirklich ein Hammerdorf hier. Aber Bier ist günstig und sie nehmen sämtliche Währungen, ohne groß was aufzuschlagen, anders als in Letizia. In Letizia, die haben gleich mit 10% abgezogen, Minimum 10%, teilweise waren es 12, 13. Und hier, die machen 1:1 zum brasilianischen Real, obwohl der brasilianische Real weniger wert ist. Das ist eigentlich ganz sauber. Dann habe ich mich hier vorne hingeknallt, habe mir ein paar Bier reingezogen. Ein Papagallo läuft hier auch rum, ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Und habe ihn erstmal gefragt, wie das so abläuft, und dann sagte er, dass morgen ein Schiff fährt von der Firma Eduardo, und das werde ich nehmen. Da muss ich jetzt erstmal mich bei der Emigration anmelden und dann hole ich mir ein Ticket. Das gibt es irgendwo an so einem anderen Hostel am Ende von dem Dorf. Cool, es wird noch ein lustiger Abend. Die haben schön kaltes Bier hier. Morgen ist mal eine Parade abhalten, damit die Woche gut beginnt. Der Dschungel geht es jetzt weiter nach Yurimaguas. Ich war gerade eben erstmal einkaufen, weil auf dem Schiff gibt es nur zu essen, 3 Mahlzeiten am Tag, aber keine Getränke, nichts. Wir haben erstmal 7 Liter Wasser, einiges an Bier, Flasche Rum, Cola, Brötchen für den Hunger zwischendurch. Und heute Nachmittag, also in 3-4 Stunden soll das Ding ablegen. Aber das ist ein Rhabarberhafen hier. Kann sich gar nicht vorstellen. Auf die Fresse haben sich hier ja auch schon gehauen. Eben. Kurz mal so, mochten sich wohl nicht leiden, aber spottbillig alles hier. Ich war im Essen für 1,25 Euro mit Suppe und Hauptgericht und Getränk. Das kann es eigentlich keinem Menschen anbieten. Aber das Schiff ist ein bisschen oldschool, also. Aber soll noch zu den Besseren hier gehören. Naja, wir werden sehen. Das nennt man Arbeit, nur falls sich noch mal jemand beschwert. So laden die einen kompletten LKW auf das Schiff. So
geht das hier die ganze Zeit. Da wird Schrott verladen. Da werden irgendwelche Säcke abgeladen. Irgendwo schon diese Eierkartons durch die Gegend hier auf dem Deck stehen. Auch noch, wer weiß, wie viele Eierkartons oder Eierkisten. Wer weiß, wie lange die schon unterwegs sind. Das Ganze hier muss noch alles gut durchgegart genießen. So, Schiffswechsel. Das eine Boot fährt nicht. Mal kurz umgeladen aufs andere von derselben Gesellschaft. Das war mal eine kurze Aktion, aber hier ist ein schön luftiges Oberdeck, was auf dem anderen nicht war. Da war ich nämlich gucken, da waren keine Stangen für Hängematten. Und hier ist schön luftig, aber kein Stromanschluss, der ist hier vorne an der Wand. Da muss man sich dann davor setzen. Wo die Lampen kann man ausschalten, aber schon wo die schläft. Ich brauche jetzt mal ein Bier. Wann das Ding abfährt, weiß auch keiner. Das ist hier auch eigentlich scheißegal. Irgendwie 4 bis 5 Tage wird es dauern, bis ich in den Rui Maguas bin. Naja, dann mal sehen. Es gibt kaltes Bier an Bord. Im Gegensatz zu dem anderen Kahn, die hatten gar keine Bar, da gab es gar nichts. Da warst du verloren, deswegen war ich nur einkaufen. Aber für 1,25 Euro eine Büchse kann man mitnehmen. Also lassen sich die 4-5 Tage dann aushalten. Das ist das Unterdeck hier. Aber ich habe mich lieber aufs Oberdeck. Ich weiß nicht, wieso die nicht aufs Oberdeck gehen. Das ist erheblich kühler. Aber die mögen das hier wahrscheinlich. Ab und zu regnet es hier auch ein bisschen. Und dann gleich stundenlang. Da das Ding dann schon mal einen Tag verspätet abgelegt hat, wir lagen noch einen Tag im Hafen von Iquitos, haben wir halt ein bisschen später so Richtung Yuri Maguas. War aber eine lustige Fahrt mit Arthur aus Köln. Wir haben uns köstlich amüsiert. Ja, und irgendwann war dann Yuri Maguas in Sicht. Und damit war dann meine Amazonasreise abgeschlossen. Ich habe dann erstmal einen Tag Pause gemacht, bevor es aufs Fahrrad ging.